Ja, hallo. Heute haben wir einen Tesla mit Druckstellen von einer Tasche, aber Druckstellen können auch von einem Hundekorb kommen oder von einem Kindersitz oder anderen Dingen, die schwer sind und eine Weile draufgelegen haben. Passiert nicht nur bei diesem Kunstleder, bei diesem veganen Leder, passiert auch bei echtem Leder. Bei beiden die gleiche Vorgehensweise, mit dem Heißluftföhn, mit dem Haarföhn geht es auch, allerdings nicht so gut wie mit dem Heißluftföhn. Deshalb werde ich hier mit dem Heißluftföhn gleich loslegen und euch zeigen, wie man die mit Wärme, Hitze in Anführungsstrichen wieder rausbekommt. Heißluftföhn, wie gesagt, ich empfehle auf 130 Grad zu gehen. 130 Grad, wenn man das einstellen kann, hier ist ungefähr 70 Grad an der Oberfläche. Bei vielen anderen Föhnen, die Stufe 1, 2, 3 haben, ist das dann die Stufe 2. In der Regel, die dann so ungefähr 130 Grad hat, es können auch 150 Grad sein, also dass man sich so mit 70, 80 Grad an der Oberfläche bewegt. Also so gute 20 cm, 15, 20 cm Abstand, gleichmäßig föhnen, nicht auf der Stelle bleiben, immer mal wieder mit der Hand rüber gehen, gucken, dass das nicht zu heiß wird und ja, Geduld ist gefragt und das geht nicht schnell, sondern man muss da langsam vorgehen. Bei echtem Leder kann man den Heißluftföhn höher einstellen, also wie gesagt hier 130 Grad und bei Echtleder kann man 230 bis 300 Grad ungefähr gehen und dann ab und zu mal mit der Hand rüber gehen, so ein bisschen walten, dass die Falten sich auch rausstreifen und dann kommt man da langsam vorwärts. Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht vorwärts geht, dann einfach abkühlen lassen oder abkühlen das Ganze und dann noch mal von vorne anfangen, aber in der Regel funktioniert das genau. Ihr seht, ab und zu gehe ich ein bisschen dichter ran, um die Wärme zu erhöhen, aber so dichter als 10 cm sollte man auf keinen Fall gehen.